Motivierende Kletterprojekte sind eigentlich für mich Geschichten, die nicht einfach greifbar sind, wo ich genau weiß, da gehe ich hin und kann es klettern, sondern da geht es um Geschichten, wo ich nicht weiß, ob es geht, wo ein riesen Fragezeichen dahinter steckt und das schon mehr von mir verlangt, also dass praktisch ein Entwicklungsprozess notwendig ist in dir selbst, um dorthin zu kommen. Als Endergebnis dann die Tour. Und ich habe in meinem Leben natürlich schon viele Projekte versucht und nicht erreicht. Aber das ist wahrscheinlich auch die andere Seite, die man akzeptieren muss, dass nicht alles gelingt, sondern wie das Leben auch, man kann nicht alles haben, aber man kann trotzdem nach den Sternen greifen. Gute Ziele sind oft sehr nah. Ich bin ja in Vorarlberg im Ländle geboren. Da liegt Bürs und in Bürs, da gibt es die Bürser Platte. Die Bürser Platte ist ja einzigartig, weil es die Möglichkeit bietet, mit natürlichen Sicherungsmitteln, Frames oder Klemmkeilen, das Ganze spärlich abzusichern. Also so ein Climb gibt es fast nirgends in diesem hohen Schwierigkeitsgrad, durch eine glatte Wand eine Linie zu finden, in der ein kleiner Riss hochgeht, praktisch nach 25 Metern ausläuft, dann die Schlüsselstelle kommt und 6-7 Meter weiter oben parallel, diagonal versetzt, dieser Riss wieder weitergeht. Weil die Kletterei ist wirklich speziell, das heißt, man klettert an extrem kleinen Griffen und Tritten und ist von dem her nicht dankbar, wenn man dort zu ernst und zu oft probiert. Da holt man sich einfach Löcher in den Fingern, hat immer blutige Finger und ruiniert sich die Schuhe und ist wirklich wie eine kleine Schlacht, dort hochklettern zu müssen. Klettern wurde mal so definiert bei fair means, das heißt mit eigener Kraft an der natürlichen Struktur zu klettern, ohne den Fels zu manipulieren. Durch die Art der Kletterei an so kleinen Griffen und so kleinen Tritten ist die Bürser Platte ein typisches Winterprojekt. Also im Sommer wäre es viel zu warm und man hätte keine Chance dort zu klettern, weil die Finger zu weich sind, die Gummimischung der Reibungsschuhe auf diesen kleinen Tritten nicht halten würde. Also es braucht Temperaturen zwischen 0 und sagen wir höchstens 10 Grad. An diesem Tag der Durchsteigung hat es leider minus 4 Grad und das war dann schon ein bisschen zu kalt und ich musste mich extremst aufwärmen, das heißt zuerst mal auf Körpertemperatur kommen, die Finger sehr lange aufwärmen und dann einzusteigen. Vom Timing her das Ganze so takten, dass ich an bestimmten Rastpunkten stehen bleibe und dann extrem wieder schnelle Passagen durchkletter und genau auf das achten muss, dass meine Finger warm bleiben. Der mentale Vorbereitungsprozess, so ein richtiges Prozedere bei mir, das beginnt mit dem, dass ich die Schuhe binde. Immer zuerst der linke, dann der rechte, das hat sich über viele Jahre bewährt. Dann werden auch noch die Klemmkeile gecheckt. Ich nehme die praktisch nur von einer Seite runter und weiß auch ganz genau, jede Position, jeder Keil, genau Millimeter, genau weiß ich, der kommt dorthin und dort passt er. Das Ganze ist über einen langen Zeitraum ausgetüftelt und hat schon ein bisschen Zeit gedauert, bis das alles optimiert wurde. Der Einstieg ist eigentlich gleich von vornherein schon eine richtige Überwindung. Man klettert 8 Meter hoch. Und dann kann man einen winzigen Stopper legen, der ziemlich sicher nicht halten würde. Und die Kletterei ist nicht so schwer, aber nicht total safe. Man muss auf extrem kleine Tritte hinsteigen und dann die nächsten Klemmkeile wieder aus einer wackeligen Kletterposition legen. Und bis dann mal das erste richtig safe Teil drin ist, ist das schon eine moralische Überwindung und braucht sehr viel Konzentration, um es zu tun.
Die Psyche beim Klettern ist vielleicht viel wichtiger wie die Physis, also die körperliche Kraft, die kann man ja abrufen. Und bei der Psyche ist es so, dass wenn man Angst hat und nicht klarkommt mit dieser Angst, dann ist das wie ein Knödel, der im Hals steckt, und das ist beklemmend und das lähmt einem. Und frei zu werden, sich zu lösen von dieser Angst, das bedeutet, man hat eine starke Psyche. Man hat gelernt, sich auf bestimmte Situationen einzustellen, abzuwägen, zu kalkulieren und sich dann so wie eine Art Bereitschaft zu sterben für diese Leidenschaft. Bei der geglückten Durchsteigung war es so, in der Schlüsselstelle, das Gefühl war wie ein stetes Stürzen. Also ich war so überrascht, dass ich praktisch wie ein Tropfen, der an der Decke baumelt, immer noch kleben bleibe und mache einen Kletterzug nach dem nächsten Kletterzug und stehe so am Limit und denke, das gibt's ja nicht. Ich bleib kleben. Wow, hab's geschafft. Das war schon eine riesen Überraschung. Also so am Limit sich zu bewegen, ist eine intensive Erfahrung. Also man glaubt gar nicht mehr dran, dass das irgendwie gehen könnte, aber es funktioniert doch. Und das Entscheidende ist, der Urwille, diesen Urinstinkt zu spüren. Wenn alles vom Bauch hochkommt, das ist schon so dann wieder ein Erlebnis, das bleibend ist und das dich stark macht. Manchmal passiert es einfach, sagst du einfach, ich stürze jetzt. Oder du spürst, du stürzt jetzt und du kletterst weiter. Und das ist einfach nur eine mentale Geschichte. Ja, nachdem ich hier die Schlüsselpassage durchklettern konnte, wusste ich, ich habe es ziemlich sicher geschafft. Es fehlen nur noch 15 Meter. Und diese 15 Meter, erstens vom Sicherungsmanagement muss ich die Klemmkeile optimal platzieren. Und ist auch so ein bisschen moralische Überwindung. Und dann kommt nochmal ein ziemlich wackeliger Kletterzug. Das heißt, ich muss mal sehr klein antreten und auf Balance hoch ansteigen und habe praktisch so eine offene Tür. Mir dreht den Körper um die eigene Achse und in dieser Balance muss ich aufstehen und hatte eigentlich mental ziemliche Angst, hier noch zu scheitern, weil dann hätte ich das Ganze wieder von neuem beginnen müssen. Und das Ganze war greifbar nah. Und eben genau in diesem Moment hatte ich so eine Nervosität entwickelt und es war sehr schwer, diese Nervosität wieder loszuwerden. Also ich habe dann einfach so lange gewartet, bis mein Fokus wieder gekommen ist und habe es dann eigentlich solid durchgezogen. Ich sehe jetzt meine Route Prinzip Hoffnung schon als eines meiner ganz großen Highlights. Neben den Erstbegehungen Silbergeier, unendliche Geschichte oder vielleicht Mordillo, eine Route im unteren 10. Schwierigkeitsgrad Frisolo zu klettern an einer 30 Meter hohen Wand. Und das hat sicher in meiner persönlichen Entwicklung gleich viel Stellenwert wie all diese anderen Touren. Super. Ah, das war so knapp. Geil! So am Limit. Boah, schon ewig nicht mehr so gefeit. Das ist geil. Ich glaube, ich spinne.
Es ist nicht mehr so, dass ich nach einer erfolgreichen Geschichte, auch die schwer zu realisieren war, ein tiefes Loch fall. Natürlich freut man sich extrem. Also über diese Geschichte, die hat mir schon viel Freude bereitet. Mein Alter ist mir natürlich bewusst, aber wenn ich jetzt so eine Route kletter, dann fühle ich mich nicht wie 50, dann fühle ich mich wesentlich jünger. Und das ist ja auch das Schöne mit meinem Lebenswandel als Kletterer, praktisch jung zu bleiben und motiviert zu sein, das ist das Entscheidende. Und das, mir gefällt dieser Lebensstil und solange mein Körper und mein Geist das mitmacht und das will, werde ich versuchen, diesen Weg zu gehen.